Hallihallo, guten Abend zusammen. Ich bin Jimena von Stampin' Jimen und heute ist wieder Sonntag, Zeit zum Basteln mit mir. Ja. Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe für euch für heute ein ganz süßes Projekt mitgebracht. Das ist eine kleine Mitbringsel, die ich bei den InColors Club und bei der Überraschungsboxen letzten Monat, ja, gemacht habe. Ich fand diese kleine süße Taschen total süß und einfach zu nachbasteln. Und ich hatte auch mehrere Anfragen nach den Anleitungen, wie sie das basteln sollen. Und dann dachte ich, ich mache für euch ein Video, damit ihr das nachbasteln könnt. Danke an alle, die live zuschauen und auch an alle, die Recording noch später in YouTube oder Facebook anschauen. Danke, dass ihr vorbeischaut. Also das ist die kleine Schachteltasche, die wir heute basteln möchten. Wer die PDF-Anleitungen noch dazu haben möchte, dann kann sich noch bis Freitag, also beziehungsweise bis Donnerstag in den Newsletter abonnieren und dann bekommt ihr alle, die in dem Newsletter angemeldet sind, dann bekommen die Anleitung in PDF dazu. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an. Das geht relativ schnell und ja, ich freue mich auf eure nachgebastelte Schachteln, Taschen und so weiter. So. Wir brauchen ganz wenig Material für unsere kleine Tasche. Ich habe hier eine Mini-Hanuta eingepackt. Ich finde diese kleine Hanuta so toll. Und ich esse halt die Hälfte von das, was ich kaufe. Aber diese kleine Tasche ist auch, glaube ich, ganz gut, weil man die halt auch basteln kann und so flach irgendwie in einen Schublade lassen kann, bis man sie braucht. Und deswegen fand ich so gut. Ich werde halt das als Swaps bestimmt mehrmals machen in verschiedene Präsentationen. Also ja, könnt ihr auch gerne das merken. Also Farbkarton. Das Farbkarton hat eine Größe von 14 cm oder sollte es haben, mal genau, 14 cm mal 9 cm. Die schneide ich jetzt noch mal. Genau. Und bei der 9 cm Seite müssen wir falzen. Und zwar bei 1 cm, ich messe es hier. Wenn ihr halt hier misst, dann bei 8 cm, aber 1 cm und 2 cm. Und dann das gleiche an die andere Seite. Also ich drehe das nochmal so um, dass die gerade gefalzten Linien hier links sind. Und dann hier bei 1 cm und 2 cm. Und jetzt nochmal, also 9 cm, 90 Grad drehen und dann bei 6 cm anfangen. Hier gemessen, dann falten, dann bei 7 cm, dann bei 8 cm. Und dann haben wir alle unsere Falzlinien dann fertig gemacht. Ihr könnt sie sehen. Das ist übrigens das eine der InColors. Das ist der Sud-Sesoma, das sind alle 5 InColors, die wir momentan neu im Katalog bekommen haben. Und ich habe mit diesen alle Farben halt gebastelt und heute zeige ich euch diesen Sud-Sesoma, weil der InColor ist ja cool, dass man ja alle selbstständig hat. Farbkarton, Designerpapier, Geschenkband und Straßensteine und die sind einfach, also ich mag die sehr, die InColors. Das ist jedes Jahr eine neue InColors-Kollektion und es ist immer ja, Geschmackssache. Manche Leute mögen die total und manche mögen die nicht so gerne. Wie ist bei euch
Wie gefällt euch diese Nicole? Habt ihr sie schon gerne oder lernt so langsam sie es mögen? Also ich finde die ganz toll. Okay, jetzt habe ich die ganze Falzlinien gefalzt. Und bevor wir weiter kleben, sind wir eine von diesen längeren Enden hier. Also wir müssen hier einmal die äußeren Rechteck, diesen längeren Rechteck abschneiden. So, einmal hier rechts und dann die Gegenseite sozusagen auch hier links schneiden wir es ab. Und das nur diese zwei Teile. Die andere oben, die bleiben. Hi, Sabine, schön, dass du da bist. Genau, jetzt haben wir die Struktur. Wir müssen unsere Klebelasche noch machen. Das schneiden wir hier und hier noch diesen Rest. Und dann so ein bisschen schräg schneiden. Schräg schneiden. Und hier nochmal. Das ist eigentlich ganz einfach und deswegen eignet sich noch mehr für Swaps. Es benötigt ganz wenig Material und es ist schnell gemacht und man kann zusammenfalten für den Transport. Also perfekt. Genau, jetzt ist das die Struktur, die wir halt brauchen. Also wer nur die Struktur sehen wollte, ist damit schon bedient. Und dann beliebig dekorieren. Da habe ich jetzt zwei Instruction Designer Papier. Das Designer Papier auch passend in Südsommersee. Und dann kleben wir das Designer Papier. Das sind 4,5 cm mal 6 cm. Und die befestigen wir halt an unsere beide Taschenseite. Die Muster, die euch am besten gefällt oder Abwechslung. Genau. Die haben mir so Spaß gemacht, diese kleinen Taschen zu basteln. Habe ich, wie gesagt, bei der InColors Club mit eingepackt, bei der Überraschungsboxen von letzten Monaten auch mitgebastelt und gepackt. Und ich habe sehr gute Feedback da bekommen. Und jetzt könnt ihr auch andere Leute überraschen. So, jetzt brauchen wir weitere Kleber. Das habe ich mit Abreißkleberband gemacht. So, Sabine sagt. Also sie ist nicht so ein Fan von Glücksgrün, aber alle anderen Colors findet sie toll. Also das ist schon mal gut. Ja gut, die von letztes Jahr sind auch, glaube ich, einer von meinen Lieblings in Colors. Aber diese hier finde ich auch gut. Ja. Meine Lieblingsfarbe Petunienpink, glaube ich. Ich liebe Petunienpink und Rosé ist auch ganz schön. Okay, ich habe jetzt an beiden Seiten Klebeband gemacht. Ich glaube, es ist egal, ob ihr halt innen oder außen macht. Hauptsache, ihr macht es auf diese größere Laschen, also die Außenlaschen. Und ich mache die, ich habe die jetzt halt beide außen gemacht. Aber ich glaube, wenn ihr es innen macht, ist auch okay. Aber Hauptsache in der äußeren Lasche. Ich entferne jetzt diese Folie an beide Seiten. So. Und
How ganz wichtig ist, dass wir diese Innenlaschen, also diese kleinen Laschen, nicht kleben werden, nur diese längere Laschen. Und das machen wir so, eins nach dem anderen, bis zum Falzlinie und hier auch bis zum Falzlinie. Genau. So. Und hier genauso. Also man kann die Laschen nach innen drücken, also die kleinen Laschen nach innen drücken, so dass man diese Seiten noch kleben kann. Genau. Und so kann man, seht ihr, das zusammenfalten und ja, irgendwo lassen, bis man sie braucht, oder dann gleich mit einer kleinen Süßigkeit einpacken und verschenken. Die fällt noch die kleine Tragelasche sozusagen. Das ist passend in Südsommersee und das sind ungefähr 11 cm Band und dafür braucht man zweimal. Und das war's. Fertig ist die Tasche. Dann mit Klebepunkten befestigen wir das in der Innenseite der Tasche. So einmal auf und so einmal. Hey, Stupsi, schön, dass du da bist. Und dann kommt hier innen, so wie es euch, die Länge, wie es euch gefällt. Ich habe so ungefähr 11 cm, aber ihr könnt kürzer oder länger. Hauptsache beide gleich und ungefähr gleich, in der gleichen Höhe geklebt. Das ist doch selbstverständlich. So, nochmal hier. Einmal innen und einmal innen. Und jetzt haben wir unsere kleine Tasche schon fertig. Und wie gesagt, da passt perfekt die kleine Mini-Hanuta. Die Idee habe ich bei Deborah Madison gesehen. Sie hat eine andere große gebastelt und ich habe das halt an den Hanuta angepasst. Und genau, jetzt müssen wir nur ganz kurz dekorieren. Dafür brauchen wir weißes Farbkarton und ich habe das Produktpaket in Kauflaune genommen. Und kurze Erinnerung, im Juni könnt ihr dieses Produktpaket mit extra 10% Rabatt, also wenn man das Stempelset und die passende Stanze dazu kauft, dann bekommt man 10% immer. Und jetzt im Juni gibt es noch extra 10% dazu. Also alle Produktpakete, die Stanzformen jetzt im Sortiment sind, haben diese tolle Angebot, genauso wie die Stanz- und Prägemaschine. Bevor wir stanzen und prägen, müssen wir stempeln und kolorieren. Und ja, die Maschine gibt es in Weiß und in Boho-Blau. Die Boho-Blau ist günstiger als die Weiße. So, zum Stempeln nehmen wir Memento-Tinte in Schwarz, weil das ist wasserbasierte Tinte und ich möchte gerne mit den Stamping Blends, also Alkoholmarkers, kolorieren. Das heißt, erstmal stempeln und dann habe ich hier Sabane und Pfirsichcreme, eine andere von den Incolors genommen. Und das ist hier den Dunkelfarbe in Sabane. Dann mache ich so ein bisschen Akzente. Hier, hier und hier. Und das Papier innen sollte auch dunkel sein. In meiner Vorstellung
ist das hier Papier von der Verpackung. Das hier auch. Und jetzt mit dem hellen Ton verblenden wir ein bisschen diese Schatten, solange die Tinte noch frisch ist. Und genau. Und dann die Blüten. Ich glaube, ich mache keine Schattierung für die Blüten. Nur ganz leichte Akzente. Hier haben wir Pfirsichcreme. Da muss ich gar nicht überlegen. Ich weiß alle Inkolors kombinieren farblich. Deswegen, das soll ja auch, egal mit welcher Farbe von den Inkolors ich nehme, soll es passen. Und da die Minimaschine in Weiß. Oh, hier brauche ich noch Sabane für diesen kleinen Loch in meinen Strauß. Und dann hier nochmal mit Dunkel, genau, mache ich die kleinen Akzente. Genau. Fertig ist meine Blüte. Die passende Stanzformel liegt hier und wird dann gestanzt. So. Ich habe extra das so schräg gestempelt, damit die Stanze nicht direkt, ja, so mit voller Kante halt gegen diese Rolle kommt, so stanzt sich das einfach hin. Und so beugt sich die Stanze auch nicht. Okay. Genau. Okay, fertig ist unsere kleine Blumenstrauß ausgestanzt und koloriert. Und dann habe ich mir noch, damit es halt hier zu der Mini-Tasche passt, habe ich mir diese Etikett ausgestanzt. Das habe ich mit dem Liebe über alles Stanzen ausgestanzt. Stanzformen Liebe über alles. Genau. Das sind sehr viele Etikettstanzen, die ich jetzt im Pelonen habe. Aber das ist perfekt für meinen Gruß. Danke. Der Danke kommt auch aus diesem Set. So, und dann stempel ich mir auch wieder mit schwarzer Tinte. Übrigens, diese Stanzformen, die kommen auch im Produktpaket. Das heißt, Liebe über alles. Ne? Und der ist auch mit 10% Rabatt. Na, ich habe die jetzt gefunden. Also, der hat auch 10%. Auf diesem Preis gibt es noch extra 10%. Falls ihr diesen Produktpaket noch nicht habt, ich kann es nur empfehlen, weil das sind sehr viele tolle Grüße oder Sprüche und auch, glaube ich, 16 unterschiedliche Etikettestanzen, die ganz nützlich und vielseitig sein können. So, jetzt eine Danke. Stempeln wir. Und so. Dann haben wir praktisch alles gemacht, was wir brauchen. Da müssen wir nur noch diese Teile hier zusammenkleben. Und dafür benutze ich gerne halt Dimensionals. Einmal für die Blume und einmal für meine Danke. So. Und so. Und ein paar Straßensteine habe ich genommen von den Schmucksteinen in Colors. Die sind wunderschön. Ich habe alle schon in Pfirsichcreme schon benutzt. Dann nehmen wir passend dazu den Südsee. Also ich hatte bei meinen
Chuck, dann habe ich immer den Kontrastfarbe genommen, den Pfirsichcreme. Aber die sind jetzt leer, deswegen jetzt Ton in Ton. Also hier könnt ihr sehen, in Kontrastfarbe Pfirsich und hier in den Ton in Ton Version. Man kann übrigens hier die Lasche nochmal aufklappen und die Tasche so ein bisschen in Form bringen, ne, dass man sie auch aufstellen kann mit Geschenk. Ich vermute, hier würden auch zwei vielleicht von den Mini-Ritter-Spot passen. Keine Ahnung, was gibt es noch sonst in diesem Form? After Eight gibt es auch dazu. Genau, und das war's eigentlich für heute. Das sind meine kleinen Schachteln. Ihr könnt machen in beliebigen Design. Und ich fand sie total schön. Ich hoffe, die haben euch auch gut gefällt. Ich weiß nicht, aber ich finde die super süß und ich wollte es euch zeigen. Wie gesagt, wenn ihr in dem Newsletter abonniert, dann kriegt ihr auch noch die PDF-Anleitungen. Am Freitag werden sie rausgeschickt. Genau. Und ich freue mich auf eure Kommentare natürlich. Und wie gesagt, wenn ihr die Anleitungen möchtet, dann in den Newsletter abonnieren. Den Link habe ich hier auch reingeschrieben. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.